Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Let's Fab Dead or Alive Extreme 3 Fortune. Ihr werdet euch wundern, ich klinge ein wenig verschnupft, das bin ich auch. Ja, kaum fangen hier die Ferien an, hat sich mein Körper gedacht, ey, you want something? Come get it. Ja. Erkältet, ne? Läuft doch, passt doch perfekt zu Dead or Alive, zu Urlaubsfeeling. Das ändert nichts daran, dass wir jetzt zu Nusek Island erstmal reisen. Denn wir haben noch eine Mission zu erfüllen. Und haben noch ein paar Tage vor uns. Und ich denke, die werden wir in diesem Part jetzt auch abschließen können. Ein Instrument möchte sie gern haben. Haben wir denn überhaupt was zur Auswahl? Ich weiß sowieso nicht, was ihr gefällt. Ich weiß nicht, wir haben nur die Ocarina zur Auswahl und ich glaube, die habe ich schon versucht, ihr zu geben, oder? Keine Ahnung, ich erinnere mich nicht. Und es ist mir auch egal, wir probieren es einfach aus. Was haben wir schon zu verlieren? 2200 Sekt-Dollar sind doch nichts. Sollte sie die nicht mögen, brechen wir es ab, weil es sonst nur Zeitverschwendung ist. Ja, die Scheiße, wir sollten die im Owner-Mode kaufen, oder? Ich bin auch so dämlich, ne? Egal, doppelt hält besser. Ja, ich will die nochmal. So. Haben wir die jetzt gekauft? Scheiße, ich hab nicht aufgepasst. Gifts. Da ist sie. Alright. Dann. Offer Gift. To Momiji. Da. Ich würde sehr vieles drauf setzen, dass sie es eh nicht annimmt. Nö, gehört mir. Nein. Oh. Zählt das als bestanden? Sie hat es angenommen. Das heißt ja, sie muss es mögen, in irgendeiner Form. Oder mag sie einfach nur mich? Ach, come on! Fuck you! Nee, jetzt verschwinden wir keine Zeit mehr mit so einer Drecksmission. Quit. Yes. Oh, es gibt neue Swimsuits. Ich habe sowieso kein Geld. Alter. Zieh dir das mal rein. Ganz hübsch, ne? Available until... Okay. Die sind relativ bald weg. Scheiße. Den finde ich langweilig. Wer will den denn bitte haben? Ja, den gibt es hier irgendwie scheinbar jetzt dauerhaft gefühlt. Den finde ich aber eh hässlich. Ich gucke jetzt einfach mal durch. Nee, sonst gibt's nichts. Okay, dann kaufen wir jetzt einen von den Altern. Dann haben wir zwar nur noch 71.000, aber wenn man eine neue Reise startet, kriegt man, glaube ich, jeder was dazu. Who cares? Weil den gibt's übermorgen nicht mehr. Dann habe ich wenigstens einen einzigen davon. Jetzt muss ich nur überlegen, welchen. Der hier, der rot-blau ist ganz... rot-blau, mein Gott. Rot-schwarz ist ganz schick. Der hier würde natürlich zu Ayane passen. Das ist wahrscheinlich für Helena oder so. Der würde eher zu Christy passen, aber die ist gar nicht dabei. Also ich neige zwischen den beiden klassischen hier, schwarz und weiß mit diesem leichten roten Touch. Das ist vielleicht doch ein bisschen zu ausgefallen, rot und schwarz. Ich nehme tatsächlich den hier. So, jetzt haben wir zwar kein Geld mehr, aber egal. Ja, wir gehen. Was haben wir jetzt für eine Mission, Freunde der Nacht? Gar keine. Das heißt, ey, ich will doch gar nicht hierhin. Nein! Cancel! Das heißt, wir gucken jetzt erst noch mal in den Sportshop. Ja, Rocket League, ganz toll. Wir haben nämlich noch ein paar Badeanzüge, die... uns fehlen. So. Wir haben aber auch nicht wirklich viel Geld. Haben wir den schon? Nein. Kaufen. Haben wir ihn gekauft?
Alter, irgendwie spinnt gerade das Spiel ein bisschen oder spinn nur ich? Ich meine, gut, das ist eine rhetorische Frage. Ich habe ihn nicht gekauft. Ich habe ihn jetzt zumindest nicht... Ich drehe durch. Muss die Erkältung sein. So. Once again, yes. Nicht verpacken, aber kaufen. Alright. Weil wir noch ein bisschen Geld brauchen, spielen wir jetzt Beachvolleyball. Normal. Normal. Dann spielen wir gegen die beiden. Ist für mich vom Papier her das attraktivere Match. Ah. Auch schon wieder länger nicht gespielt jetzt. Ja, aber daran erinnere ich mich, dass Honoka nie rüber gespielt hat. Braucht sie auch nicht, wenn sich unsere Gegner sowieso sowas von dämlich anstellen. Warum gibt es eigentlich kein Volleyball Anime zu Dead or Alive? Oder überhaupt ein Anime? Ich wüsste zumindest nicht, dass es einen gibt. Da will ich natürlich dann auch für das Ecchi-Genre, ist ja klar. Meine Fresse, jetzt hört doch mal auf mit dem Scheiß. Hört auf, euch zu wehren, dann ist dieses Match auch schnell vorbei. Oh, da musstest du doch nicht hinspringen, Momiji. Fall doch nicht um. Jetzt spielt sie mir ihn rüber, wenn es total unpassend ist. Mein Gott. Ja, ich hab den perfekt geschmettert, du dummes Scheißspiel. Ey, ihr seid auf normal eingestellt und nicht auf schwer. Ja eben, jetzt seid mal ruhig hier. Platzt mir gleich der Kragen. Boah, was für ein lascher Schmetterball von Honoka, meine Fresse. Ja, geht doch. So, komm, noch zwei Punkte, dann ist hier Schicht im Schacht. Steh auf. Hast du in die falsche Richtung angetäuscht? So. Matchball. Do it. Gib mir den Ball. Tschüss. So einfach geht das, Freunde der Nacht. Schnauze. Give someone a gift in owner mode and have her accept it. Das hätten wir doch gerade gehabt mit der scheiß Ocarina. Habe ich vielleicht noch irgendwas, was ich vergeben kann, was... Oder was ich zu verschenken habe, was... Bla. Ich kann mich gerade nicht vernünftig ausdrücken. Ja, klar, ich habe hier noch einige, aber ich habe Angst, dass sie die nicht annimmt. Ha, den nimmt sowieso niemand an hier, ey. Die Tickets brauche ich auch nicht versuchen, das nimmt sie sowieso nicht an. Ich würde ja gerne den hier versuchen, aber das, ich schwöre euch, das nimmt sie nicht an. Kann ich denn vielleicht sehen, wie ihre Dings ist hier? Ihr wisst schon, was ich meine. Satisfaction Rate ist ein Herz. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie sowas von mir annimmt, liegt bei 0. So. Was mag sie denn nochmal? Ich habe es komplett vergessen, ey. Ich habe keine Ahnung. Ich bin... Wir kaufen jetzt einfach sowas hier. Zack. Vielleicht mag sie das ja und nimmt das an. Die Frage ist eigentlich, ich habe so viele verpackte Geschenke. Irgendwann muss es doch mal der Zeitpunkt... Muss doch mal der Zeitpunkt kommen, wo ich das verschenke.
Ja, ja, du kannst warten. Ja, ich kann es nicht nehmen, weil du sonst die Mission bestehen würdest, du Vollhorst. Das will ich nicht. Ich will nicht, dass du die Mission bestehst. Und soll ich dir mal was sagen, Momiji? Mir ist das scheißegal. Dann breche ich diese Drecksmission halt einfach ab. Warum so aggressiv, junger Freund? Ja, warum bin ich so aggressiv? Weiß ich nicht. Vielleicht, weil dieses Mädchen sich gerade dumm anstellt. Und scheiß Pfirsich kann man ja wohl mal eben runterwürgen. Quit Mission. Jetzt machen wir eiskalt weiter. Das juckt mich doch einen feuchten Shit. Bisschen den Agro-Mode heute auspacken. Es reicht ja wohl langsam. Da, Charakter Mission 3 von 7. Play and win a game of beach volleyball while you're paired up with another girl. Ja, alleine können wir nicht spielen. Was für eine selten dämliche Zusatzinformation. So. Die sind jetzt auf einmal natürlich auf hart. Die nicht. Spielen wir jetzt gegen die. Ich habe nämlich ehrlich gesagt wenig Lust darauf, jetzt eine Niederlage in Kauf zu nehmen. Und ihr seid gewarnt. Sollten wir das Match hier verlieren, dann könnte es sehr ungemütlich werden. Ungemütlicher als jetzt noch. Guter Start. Weiter so. Sehr gut gemacht. Super Aufschlag. Ach komm schon. Lausche der Musik. Die entspannt und hol dich wieder runter von deinem Agro-Trip. Sehr schön, Honoka. Du kannst ja doch was. Zeig's nur mal öfter. Boah, das war knapp. Ja, natürlich kommt da jetzt wieder der Schmetterball des Jahrtausends. Hört jetzt auf, Mann. Eierball. Schlecht von mir. Schön ans Netz. Dankeschön, Kasumi. Wenigstens spielst du uns in die Karten. Oder sollte ich vielleicht sagen, in die Höschen? Gut. Zur Not wäre ich auch noch da gewesen. So. Lassen wir hier nichts anbrennen. Komm schon. Geht doch, schön. Endlich mal wieder eine Mission bestanden. Auch wenn es mir ein bisschen wehtut im Herzen, Kasumi am Boden zu sehen. Sie ist ja ein nettes Mädel. You have unlocked the Yokan Jelly. Whatever that is. Play Beach Volleyball two times in Girl Mode. Oh Mann, ey. Ihr wollt mich doch gerade echt fertig machen. So, wir machen noch ein paar Badeanzüge, die wir immer noch nicht gekauft haben. Der hier. Der hier. Ah, kann ich mir nicht mehr leisten. Schön. Klasse. Kann mir gar nichts leisten, ey. Wie wenig Geld haben wir eigentlich? Ja, komm. Zack, zack. Beachvolleyball. Weiter, weiter, weiter. Schon gleich wieder eine Viertelstunde um. Wie kann das sein? Noch nichts gemacht. Viel zu viel Zeit mit sinnlosen Missionen verschwendet, die wir verloren haben. Oder aufgeben mussten, besser gesagt. Ey, come on, Momiji. Mann. Schlecht. Na, endlich. Das war doch klar, ne? Perfekter Aufschlag. Perfekter Konter vom Gegner. Weil ist so. Unterbinden wir natürlich sofort wieder, weil wir einen Schissel drauf geben. Der war doch so einfach zu kriegen. Schlecht. Hab ich. Den kriegt sie natürlich. Hast du.
Mach was draus, Mädel. Sehr schön. So muss das nämlich aussehen. Gut, 2 Punkte Führung. Da kann eigentlich nichts mehr anbrennen. Sag ich doch. Weiter. Der geht ans Netz. Das konnte man 10 Kilometer gegen den Wind riechen. Natürlich, einmal aufbäumen geht immer. Aber jetzt ist Schluss. Oh, wie schlecht von mir. Ach komm, Born, jetzt reicht's! Unlocked Navy Bloomers. Aha. Wie viel Geld haben wir denn jetzt? Man sieht es ja leider im normalen Bildschirm nicht. 700.000. Der ist doch ganz süß. Ja, dann nehmen wir den doch auch. Dann ist unser Geld zwar sofort wieder weg. Aber das juckt doch nicht. Haben oder nicht haben ist hier die Frage. So, nächstes Match. Mein Gott, ey, die Teams gleichen sich aber gerade auch. Die haben sich jetzt gegenseitig ausgewechselt. Komm, spielen wir gegen die, who cares. Unser Ziel ist es ja nicht zu gewinnen. Mein persönliches Ziel schon, aber nicht das Ziel vom Spiel. Sag nichts. Bitteschön. Gut gemacht. Ich wollte es mal versuchen. Hahaha. Das war doch mal geil jetzt, ne? Oh! Itadaki! Danke, danke. Hund, halt die Schnauze da draußen. War deiner, Honoka, weißt du selber, ne? Hund, halt die Schnauze! Ich weiß nicht, ob ihr das Bellen von dem Köter hier hört. Macht mich gerade noch wütender. Nein, ist nicht mein Hund, ist draußen. Ey, den kriegt sie noch. Ey, jetzt ist aber mal gut. Die machen mich wahnsinnig, ey. Na, endlich. Mein Auge juckt. Holy shit. Holy shit vor allen Dingen. Oh, juckt das. Mm. Alter. Boah. Gott sei Dank. Ja, ja. I want something sweet. können wir im Owner Shop nicht kaufen, ne, soweit ich das weiß.
Und selbst wenn, sie muss sich das ja eh selber kaufen. Die sind so langweilig, die Bikinis, die man hier hat, ne? Naja. Okay. Wir machen heute ein bisschen länger. Einfach nur, damit wir zwei ungefähr gleich lange Parts haben. Ich mache noch einen Tag jetzt. Boah, sorry, ganz kleinen Moment, Mann. Das wird jetzt eklig. So. Habt ihr wahrscheinlich mitgekriegt, ich hatte einfach jetzt so viel Schleim im Hals. Das musste ich jetzt mal beseitigen. Um es mal so auszudrücken. So. I want something sweet. Das haben wir doch vorhin freigeschaltet, das Zeug. Also kaufen wir es. Da ist es. Jelly. Ja, Jelly habe ich gerade auch hochgeholt. 100.000. What the fuck is that? So ein gummiartiges Zeug oder so, ne? Naja. Dann guten Hunger. Mission cleared. So. Und jetzt machen wir mal was, was auch ein bisschen schneller geht, nämlich Poolhopping, aber gegen boah, Honokas auf hart. Sollen wir das probieren? Komm, Alter, ich habe eh gerade schlechte Laune. So, mein Daumen tut jetzt weh, aber gewonnen. Jetzt will sie zweimal ein Poolhopping gewinnen. Scheinbar möchte mich Momiji echt so ein bisschen verarschen gerade. Haben wir jetzt echt niemanden, der einfach zu schlagen ist in diesem Spiel? Nein. Na gut. Machen wir es nochmal gegen Honoka. Wir haben ja gesehen, wie wir gewinnen können. Mein Daumen tut weh. Er tut so weh. Du möchtest natürlich noch mal ein Poolhopping gewinnen. Das habe ich wahrgenommen. Und glücklicherweise haben wir jetzt mit Kokoro sogar jemanden, der einfach zu schlagen ist im Normalfall. Also machen wir das doch. Ich muss es mir jetzt nicht noch mal unbedingt verscherzen, indem ich gegen Honoka auf einmal verkacke. Ich möchte nichts dazu sagen. Um Gottes Willen. Ich möchte nichts dazu sagen. Doch, ich möchte mich dazu erklären. Warum ich das jetzt verkackt habe? Weil ich jetzt zweimal so gespielt habe, dass ich nur auf X gedrückt habe. Also immer die jeweiligen Abstände. Und jetzt habe ich versucht, wieder die normalen Knöpfe zu drücken, die mir da angezeigt werden. Und das ist voll in die Hose gegangen. So. Den einen Sieg jetzt in Poolhopping, den hole ich mir noch. Und dann sind wir am Ende für diesen Part. Dann müsst ihr mich nicht länger ertragen. Mir ist es egal, gegen wen. Jetzt zerstöre ich Honoka einfach nochmal. Jetzt bin ich wütend. Yeah.
Mein Daumen. Aua. Es tut wirklich weh. Ich habe sowieso schon vom Spülen ist mir so ein bisschen Haut aufgeweicht oben an der Stelle, so unterm Fingernagel in etwa. Und es tut richtig weh. I'd love to wear that gold swimsuit. Get the golden bikini with Momiji. Den gibt's, glaube ich, nur im Ownershop. Habe ich recht? True, true. Den können wir uns nicht leisten. Ich meine, ich will jetzt sowieso noch kaufen, wenn ich könnte. Aber wir haben genau 7.000 zu. Den haben wir schon. Können wir jetzt leider nicht. Dann gucke ich nochmal kurz in den Ownershop, ob es den da aktuell gibt. Ich müsste es eigentlich. Dafür müssen wir an die Poolside. Und in den Ownershop. Hier müsste es den geben. Da ist er. Aber wir haben gar kein Geld dafür. Ahahaha. Schade. Damit können wir die Mission leider nicht beenden. Und jetzt bin ich sowieso angepisst. Wir sind am Ende dieses Parts angekommen, Freunde. Es hat euch sicherlich genauso viel Spaß bereitet wie mir. Und ich glaube, es besteht kein Zweifel daran, dass ich heute vor allen Dingen eines vermittelt habe. Urlaubsfeeling und Erholung. Ja. In diesem Sinne bedanke ich mich natürlich trotzdem bei all denjenigen, die mein Gejammer jetzt durchgehalten haben und vielleicht trotzdem irgendwie ein bisschen lachen konnten, vielleicht über meine schlechte Laune. Who knows? Ja, danke fürs Zuschauen. Vielleicht bin ich beim nächsten Part wieder besser drauf, da ich ihn jetzt sofort aufzeichnen werde. Schwierig. Schauen wir mal. Ich übernehme keine Garantie für irgendwas. Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif.